Sarah Phillips und Mike Tinder ließen sich bei der Namenswahl ihrer zweiten Tochter ordentlich Zeit. 9 Tage nach ihrer Geburt hatte ihr Baby noch keinen Namen, bis jetzt. Denn wie unter anderem die Daily Mail Overyall-Korrespondentin Rebecca English verkündete, habe die Enkelin der Queen ihr zweites Mädchen Lena Elisabeth genannt. Auf Twitter berichtete die Britin, dass ein Sprecher des Paares den Namen der Kleinen bestätigt habe. Besonders Urgroßmutter Queen Elisabeth, 92, durfte sich über den Namen ihres 7. Urenkelkindes freuen, schließlich ist der Zweitname des kleinen Mädchens eine Hommage an die britische Königin. Selbst geäußert hat sich die königliche Familie zu dem Namen bislang aber noch nicht. Insgesamt 9 Tage hielt das Paar den Namen ihres zweiten Kindes geheim. Solange es Stillschweigen ist für die Royals nicht ungewöhnlich, auch Herzogin Katharina und Prinz William ließen sich nach der Geburt von Söhnchen Prinz Louis 4 Tage Zeit. Sarah und Mike gaben den Namen ihrer ersten Tochter, Mia Grace Tindall, sogar erst 6 Tage, nachdem sie das Licht der Welt erblickt hatte, bekannt. Der stolze Papa twitterte damals: Für alle, die gefragt haben, was der Name unserer Tochter ist, es ist Mia Grace Tindall. Der Grund für die Verzögerung vor allem etwas mit der Privatsphäre der Familie zu tun, so soll erst die gesamte Familie informiert werden, bevor der Rest der Welt erfährt, wie der royale Spross heißt. So sagte Mike Tindall 2014 nach der Geburt seiner Tochter Mia dem britischen Magazin, Hello, sobald Mia da war, schickte ich eine Textnachricht an die ganze Familie. Sarah steht ihrer Großmutter Anne